Wir stotten hinein. Ich hatte es eingangs gesagt gehabt bei der Tagesordnung im Ältestenrat. Sechs der Fragenden sind ausgewählt worden und ich darf die einzelnen Fragesteller aufrufen. Wir beginnen mit Herrn Peter Fischer und am besten Sie kommen hier nach vorne an das Mikrofon im Saal und stellen Ihre Frage. Herr Peter Fischer, sind Sie da? Ja, oder? Nein, Herr Peter Fischer ist nicht da. Dann können wir ihm natürlich seine Frage hier nicht mündlich beantworten. Er kriegt sie natürlich, wie jeder andere, auch schriftlich beantwortet. Dann habe ich als Nächsten Herrn Helmut Böhme. Bitte schön, Sie dürfen hier nach vorne kommen und Ihre Frage stellen. Guten Tag. Es ist ja nun bei verschiedenen Institutionen so, dass man Sachen wie zum Beispiel Telefon- und Energierechnungen im Internet bereitstellt und man diese dort mit Benutzernamen und Passwort abrufen kann. Ja. So, nun ist es leider hier in der Stadt so, dass immer noch sehr viel mit Papier gearbeitet wird. Ein Beispiel ist, dass ich immer meine Abfallgebühren per Brief zugesandt bekomme. Dort hatte ich 2015 mal den Vorschlag gemacht, man könnte das ja auch im Internet bereitstellen, wenn das jemanden so interessiert. Und damit eben vermeiden, dass allzu viel Postversand anfällt. Da wurde geantwortet, dass der Vorschlag für interessant gehalten wird und wenn man das umsetzen kann, würde ich Bescheid bekommen. Dann hatte ich 5 Jahre später die Angelegenheit schon wieder vergessen, als ich auf einmal eine Rechnung bekam, die ungewöhnlich hoch war. Mit der Behauptung, ich hätte 16 Nebenablagerungen neben meiner schwarzen Tonne gehabt, was aber sachlich falsch war. Da hatte offensichtlich jemand meine Hausnummer an der falschen Stelle eingetragen. So, und dann habe ich im Internet rausgesucht, bei wem könnte man dort mal Einspruch einlegen, habe dort eine E-Mail hingeschickt und dort tat sich nichts. Dann habe ich dort mal angerufen und da wurde mir gesagt, wir dürfen das nicht, Sie müssen hier Briefmarken, Briefpapier, Briefumschläge kaufen, müssen das Ganze schreiben, unterschreiben und uns zusenden. Und das ist mir nicht so recht verständlich. Deswegen hatte ich 2021 nochmal an eigentlich Herrn Hilbert geschrieben. Er hatte das an die Frau Jänigen weitergeleitet und sie hatte dann geantwortet, dass man das verfolgt und es würde sich um komplizierte technologische Prozesse handeln und man müsste aber eine Verwaltungsverordnung einhalten. So, jetzt haben wir Ende 2023, geändert hat sich nichts. Was ist also mit dieser Verwaltungsverordnung, wer erlässt die und wen könnte man da mal ansprechen, dass sich da was ändert? Die Beantwortung würde der für Digitalisierung zuständige Bürgermeisterkollege Pratzker übernehmen. Ja, vielen Dank für die Frage. Ich kann gut nachvollziehen, dass Sie den Wunsch nach elektronischen Dienstleistungen haben. Und die Stadtreinigung selber hat in dem Bereich Kundenservice auch einiges jetzt schon drin. Und ich kann Ihnen versichern, dass wir daran arbeiten, in allen Bereichen elektronische Dienstleistungen anzubieten. Die Kunst ist, dass man das unter Beachtung der, ja manchmal die einfachen Gesetze, unter Beachtung von Ausschreibungen, wenn man sowas macht und abgestimmt macht. Und wir leben, wenn man gesamt für die Stadtverwaltung auch spricht, in einer föderalen Welt und da haben es andere einfacher, auch sowas zu tun und anzubieten. Es geht schon viel unter dem Thema elektronische Behördengänge auf der Dresden-Seite.
können Sie zum Beispiel Online-Termine buchen, Sie können Online-Anträge stellen auf verschiedene Leistungen, Führerschein, Führungszeugnis, Wohngeld, Bildung und Teilhabe. Und das von Ihnen bezeichnete Thema ganz einfach ist hier bei unter Formulare, da ist schon eine ganze Menge eingetragen unter entsprechender Stadtreinigung, um da entsprechend Sachen auch abzugeben. Wir arbeiten daran und wir arbeiten insbesondere daran an einer elektronischen Akte. Und da haben Priorität jetzt die Ämter, die zuerst ein Stadtforum einziehen. Wir arbeiten an einer digitalen Zusammenarbeit, die alle Leistungen, auch alle Bereiche umfasst. Und das Ganze geht Schritt für Schritt. Das muss ausgeschrieben werden, da muss Software beschafft werden, da muss Hardware beschafft werden. Braucht leider etwas Zeit, aber Sie können sicher sein, wir arbeiten dran und es ist eins unserer Ziele, dass wir das zu einem guten gemeinsamen Ergebnis bringen. Es ist bloß unverständlich, dass das Ganze viele, viele Jahre dauert. Dazu vielleicht noch ein Punkt, ich kann es nachvollziehen. Ich komme ja aus einer Bundesbehörde ehemals, die 10 Jahre weiter ist, sage ich hier mal vereinfacht. Und das bedeutet schlichtweg Folgendes, dass wir in einem föderalen System mit einer elektronischen Akte, die dort bereits eingeführt ist, die 10 Jahre, in einem föderalen System uns einigen müssen über Bund, Länder und Kommunen, welche Systeme wir haben. Und ich merke einfach, andere sind deswegen weiter, weil sie schlichtweg näher dran sind. Und wir um vieles als Kommunen auch selber kämpfen müssen, weil an mancher Stelle weder die gesetzlichen Rahmenbedingungen auch geregelt sind, noch die Schnittstellen geregelt sind. Und wir dann gemeinsam über Städtetag und gemeinsame Aktionen mit gemeinsamen Kommunen Dinge einführen müssen, die woanders auch leichter gehen. Das ist einfach ein Hintergrund. Aber bildlich gesprochen ist Herr Pratzke ja gerade frisch angetreten mit hochgekrempelten Ärmeln, um sozusagen diese Digitalisierung mit allem Nachdruck voranzubringen. Dass Sie möglichst nicht regelmäßig uns wieder ermahnen müssen, dass es eben noch nicht da ist. So, wir kommen zum nächsten fragenden Bürger. Das ist Frau Karin Plühr. Frau Karin Plühr, darf ich Sie nach vorne bitten?
Als nächster fragender Bürger ist Herr Alexander Stiefler. An der Reihe darf ich Sie nach vorne bitten. Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrtes Podium, sehr geehrter Stadtrat. Ich möchte gern mit Ihnen eine Beobachtung teilen. Und die Beobachtung ist die, dass Dresden abseits vielleicht der Altstadt, obwohl wenn man die Augustusbrücke sich anschaut, auch die massives Graffiti- oder Schmierereienproblem hat. Ich kann Sie auch gerne, wenn da Zweifel bestehen, mal auf eine Tour des Grauens mitnehmen. Das wäre zum Beispiel eben das Elbtal. Ich kenne das noch schon von 2012, 2013, als die Watschaschenbrücke neu war. Das hat ungefähr ein halbes Jahr gehalten oder so und danach gingen die Schmierereien los. Ich kann sie aber auch gerne mit nach Löbtau nehmen und zwar auf die Freiberger Straße bzw. die Hochstraße, die gebaut wurde in den 90er Jahren. Die ist jetzt mittlerweile komplett zugeschmiert. Und da stellen sich jetzt für mich drei Fragen. Die erste Frage ist, wann Sie das als Stadtrat anerkennen, dass da ein Problem vorhanden ist. Die zweite Frage ist, wann Sie das öffentlich adressieren. Und die dritte Frage, auch im Hinblick auf 2033, falls die BUGA hier stattfindet, wäre doch interessant zu wissen, welche Strategie Sie verfolgen. Nochmal auf den Dresdner Westen bezogen, da ist ja, was die BUGA angeht, irgendwie, glaube ich, nichts vorgesehen. Was vorgesehen ist im Dresdner Westen, sind Parkbänke, die alle beschmiert sind, Mülleimer, die alle beschmiert sind. Also man kann überhaupt nicht in den Parks, die es tatsächlich auch gibt, entspannen. Man fragt sich immer, ist das jetzt Kunst oder ist das keine Kunst, ist das gewollt? Also die drei Fragen. Wann realisieren Sie das, dass das ein Problem ist? Wann adressieren Sie das an die Öffentlichkeit und wann entwickeln Sie eine entsprechende Strategie? Danke. Die Beantwortung übernimmt mal der erste Bürgermeister, Herr Dornhauser. Ja, sehr geehrter Herr Stiefler, um grundsätzlich gleich auf Ihre Frage zu antworten, die Stadtverwaltung erkennt das als Problem an, seit mehreren Jahren und hat deshalb unter anderem mit Hilfe des Stadtrats ein Budget eingestellt, was heißt, dass wir 150.000 Euro pro Jahr zur Verfügung haben, um Graffiti-Schmierereien zu beseitigen. Das gilt allerdings für öffentliche Gebäude bzw. auch öffentliche Bauten, wie zum Beispiel Brücken. Gleichzeitig sind wir durchaus mit der Polizei im Gespräch, wie man diesem Problem noch besser Herr werden kann, insofern, dass natürlich es wünschenswert wäre aus der städtischen Sicht, dass die Polizeipräsenz sich erhöht, muss man ganz eindeutig sagen. Derzeit haben wir viele Problemfelder mit der Polizei in der Stadt zu klären, wo wir einschätzen, dass wir das Thema Graffiti weiter erörtern werden, durchaus auch mit dem Innenministerium, wie Sie ja in der Frage auch formuliert haben, aber derzeit andere Kriminalitätsschwerpunkte Priorität haben, wo ich das jetzt nicht vernachlässigen will, aber wo derzeit auch geschaut werden muss, wie kann der Polizeieinsatz, ich nenne nur die Ereignisse in Israel, wo die Polizei massiv derzeit mit Polizei vor Ort ist, um jüdische Einrichtungen zu sehen, aber ist jetzt auch nochmal eine richtige Anregung, wichtige Anregung, dass wir dort dranbleiben müssen. Wir haben seit 2022 einen Rahmen, Vertrag, was Graffiti-Schmierereien an öffentlichen Gebäuden angeht, wie man die wirksam und schnell beseitigen können. Und da das Thema ja fast jeden Stadtrat eine Rolle spielt und Holger Zastrow ja nachfragte, was mit der Schmiererei Nadel und Ronny passiert, kann ich heute bekannt geben, dass das AAI einen Auftrag vergeben hat, der noch in diesem Jahr von ca. 12.000 Euro umfassend diesen Schriftzug entfernen soll. Richtigerweise es ist hier ein Bürger da übrigens, der hat, glaube ich, ein Recht, dass man hier aufmerksam zuhört.
Auch das gilt auch für einen Thilo Kießling. So. Jetzt werden wir natürlich sehen, Holger Zastrow hat zu Recht hingewiesen, was die Wasserstände angeht, ob das dann entsprechend realisiert werden kann oder nicht. Und gleichzeitig ist ein Auftrag vergeben worden, was die Waldschlösschenbrücke angeht, auch noch vor Jahresende ein Wert von 50.000 Euro, dass dort auch die Reinigung von Graffiti-Schmierereien beseitigt wird. Gleichzeitig setzen wir natürlich in Dresden auf die Prävention, was Graffiti angeht. Wir haben insgesamt 6 legale Graffiti-Sprühmöglichkeiten geschaffen, wo, wenn dann dort der Wunsch besteht, sich dort entsprechend künstlerisch auch durchaus zu verewigen, dass dort auf jeden Fall möglich ist. Grundsätzlich will ich aber festhalten, das gilt auch für die Buga 2033, was Sie gesagt haben, ist das eine Sache, wo wir weiter drüber nachdenken müssen, nicht nur finanzielle Mittel bereitzustellen, das ist die eine Frage, aber grundsätzlich auch weiter dran zu arbeiten. Und da ist, denke ich, glaube ich, das Thema Prävention eine wichtige Aufgabe und auch durchaus Pressearbeit, haben Sie auch völlig recht, dort noch aktiver zu werden, um deutlich zu machen, dass das nicht zum Guten unserer Stadt gereicht. Der Punkt, wie wir Bürger finanziell nochmal unterstützen können, da geht es ja vor allen Dingen um Privathäuser bzw. Privateigentum. Das müssen wir einfach nochmal stadtintern diskutieren, ob es da auch Möglichkeiten gäbe, einen Fonds aufzusetzen. Das will ich aber jetzt nicht versprechen, sondern das ist aus meiner Sicht auch nochmal eine wichtige Anregung, die wir uns durchaus nochmal überlegen können. Ja, vielen Dank. Also ich möchte noch mal kurz erwähnen oder antworten, das ist ein ganzheitliches Problem. Also das ist nicht nur das Problem, dass man die Graffitis entfernen muss, man muss auch irgendwie versuchen zu verhindern, dass sie überhaupt entstehen. Und da ist natürlich Sozialarbeit eine Frage und ganz viele andere Dinge. Wenn wir jetzt reden über Bürger unterstützen, es gibt der Klimawandel, was ein großes Problem ist, es gibt zum Beispiel die Stadt Leipzig, ich als Dresdner lobe ungern die Stadt Leipzig, glaube ich, aber mache es trotzdem, die haben einen Fonds aufgelegt, um Fassaden zu begrünen. Fassaden zu begrünen macht aus klimatischer Sicht Sinn und es macht auch Sinn, wenn man sagt, man bietet Leuten an, die Fassade zu begrünen, weil das ja gleichzeitig auch Schutz vor Graffiti ist. Also es gibt eine Handvoll oder Dutzende Möglichkeiten, auch kleine Möglichkeiten. Zum Beispiel, eins lassen Sie mich kurz noch erwähnen, ich habe mit der DVB gesprochen. In Klotzsche zum Beispiel gibt es noch viele DDR-Betonhaltestellen. Die sind alle ein Schandfleck. Nicht, weil sie DDR-Betonhaltestellen sind, sondern weil sie komplett zugeschmiert sind. Warum reißt man die nie ab jetzt im Zuge der Erneuerung und baut da diese Haltestellen, wie wir sie überall kennen, hin? Also das ist auch ein kleines Geld. Ich will jetzt auch nicht weiter stören. Also von daher viel Erfolg. Bitte begreifen Sie das als ganzheitliches Problem. Und ich als Dresdner würde das gerne sehen, dass die Stadt auch vom Stadtbild her bald wieder schöner ist. Vielen Dank. So, wir setzen fort mit dem nächsten Fragenden. Das ist Herr Steffen Hofmann. Ich darf Sie nach vorne bitten. Ja, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, ich bin heute das erste Mal zu so einer Sitzung und gestatten Sie mir eine kleine Vorbemerkung. Also mir fällt es schwer, meine Emotionen zurückzuhalten, denn ich bin entsetzt, wie einige von Ihnen sich hier verhalten, währenddessen ihr Bürger Fragen stellen und die Antworten durch die entsprechenden Bürgermeister erteilt werden. Da wird an den Tischen im Stehen gegessen, getrunken, laute Gespräche geführt. Ich verstehe unter Achtung und Respekt anderen gegenüber ein anderes Verhalten. So viel dazu. So, zu meiner Frage. Ich möchte aufmerksam machen auf ein Stück marode Infrastruktur in unserer schönen Stadt. Es handelt sich dabei um die Kötzschenbroder Straße, und zwar der Abschnitt am Vorwerksfeld, Buswendeschleife, bis zum Riegelplatz, stadteinwärts als auch stadtauswärts. Der Belag dieser Straße ist mittlerweile so schlecht, dass sich Spurrinnen gebildet haben mit Flankenhöhen von geschätzt bis 20 cm. Im Weiteren
Verlauf ist die Straßenentwässerung nicht intakt. Es bilden sich riesige Pfützen. Von Fußgängerwegen ist teilweise keine Rede, unbefestigt. Im weiteren Verlauf Richtung Riegelplatz gibt es Befestigungen, aber im hinteren Bereich Richtung Vorwerksfeld keinerlei Befestigungen und von Fahrradwegen ganz zu schweigen. Ich betrachte diesen Abschnitt als äußerst verkehrsgefährdend. Und ich bitte einfach darum, dass das endlich in Angriff genommen wird. Ich möchte dazu noch Folgendes erwähnen. Im Jahre 2019 habe ich zu anlässlich einer Bürgersprechstunde bei Herrn Hilbert vorgesprochen, dieses Problem angesprochen und die Antwort bekommen, es würde 2020 in die Planung aufgenommen. Nun sind 4 Jahre vergangen, nichts passiert und meine Frage, meine konkrete ist, oder Fragen, was ist dazu der aktuelle Stand und wann kann mit einer Veränderung dieser nicht haltbaren Situation gerechnet werden? Die Beantwortung übernimmt der Baubürgermeister, Herr Kühn. Ja, sehr geehrter Herr Hofmann, für den Grund auf den Ausbau wurde eine Vorplanung erstellt, welche Radverkehr, Fahrradverkehr, Bushaltestellen und Fahrbahn neu ordnet. Unter anderem an der Kreuzung mit der Spitzhausstraße ist ein Kreisverkehrsplatz vorgesehen. Ich muss Ihnen aber sagen, dass angesichts beschränkter städtischer Haushaltsmittel, begrenzter Fördermittel vom Freistaat Sachsen, auch begrenzter personeller Kapazitäten sowie vieler anderer Vorhaben, die Planung bisher nicht fortgeführt werden konnte. Zu den Vorhaben, die höher priorisiert wurden, gehört zum Beispiel der Neubau der Nossener Brücke, die Königsbrücker Straße oder die Kesselsdorfer Straße. Deshalb kann ich Ihnen heute, so leid mir es tut, auch keinen konkreten Baudurchführungstermin nennen. Ihre Hinweise auf die Verkehrsgefährdung nehmen wir aber nochmal zum Anlass, die Situation vor Ort erneut zu prüfen und bei Bedarf punktuelle Maßnahmen zur kurzfristigen Verbesserung durchzuführen, weil selbst wenn die Planung fortgeführt wurde, mit entsprechendem Planfeststellungsverfahren würde bei einem grundhaften Ausbau noch einige Zeit ins Land gehen. Und wenn es aktuelle Verkehrsgefährdungen gibt, dann müssen die im Bestand angegangen werden. Die Antwort befriedigt mich nicht, sage ich so, wie es ist, weil es ist unkonkret. Es wird sich wieder versteckt hinter nicht vorhandenen Haushaltsmitteln. Weil wenn ich mit offenen Augen durch die Stadt gehe, sehe ich oft genug, wofür eine Menge Geld vorhanden ist. Das kann ich so nicht stehen lassen, Herr Bürgermeister. Und das Zweite ist Personalbestand. Okay, es ist überall Mangel an Fachkräften. Aber es muss doch eine Möglichkeit geben, diese viel befahrene Straße auf 600 bis 800 Meter grundsätzlich zu erneuern. Also hinter diesen Dingen, die mehrere Jahre schon bestehen und noch nicht in Angriff genommen werden, befriedigt mich Ihre Antwort nicht. Das kann ich auch gut nachvollziehen. Ich will nur sagen, es gibt an die 100 Projekte, die mit Stadtratsbeschlüssen unterlegt sind, für grundhafte Ausbauvorhaben im Straßennetz, die alle noch auf ihre Umsetzung warten und die eben sozusagen priorisiert werden müssen, weil sie eben von den genannten Rahmenbedingungen nicht alle gleichzeitig abgearbeitet werden können. Und das sind eben Fragen, Sie haben einen Aspekt genannt, Verkehrsbelegung, Unfallgeschehen, verkehrliche Bedeutsamkeit und. Sozusagen abzuwägen. Wir fahren ja jetzt teilweise das Konzept schon, dass wir sagen, wir machen eine Sanierung im Bestand, weil der grundhafte Ausbau sich nach hinten zögert, auch durch die langen Planfeststellungsverfahren, beispielsweise mit der Sanierung der Stauffenbergallee, die im nächsten Jahr beginnt, oder wo wir es schon gemacht haben, wo es aktuell noch läuft, Blasewitzer-Loschwitzer Straße. Insofern, das, was ich als Letztes gesagt habe, ist der Punkt, wenn wir eben feststellen, dass jetzt eine verkehrsgefährdende Situation ist, müssen wir uns nochmal über eine bestandsnahe Sanierung und Lösung sozusagen verständigen, weil dieser grundhafte Ausbau angesichts der langen Liste an Projekten, der langen Planungs- und Genehmigungsverfahren ist eben nicht kurzfristig zu bewerkstelligen. Das ist unbefriedigend, aber man muss einfach sagen, dass wir hier halt wirklich eine lange Liste an Vorhaben haben, die teilweise
schon mehr als 10 Jahre sozusagen die Umsetzung gewünscht sind und die an den Kapazitäten sozusagen bisher noch nicht gescheitert sind, weil natürlich auch gesamtstädtisch es weitere dringende Prioritäten gibt, beispielsweise Sanierung von Kitas und Schulen, wo natürlich die Stadt auch in Größenordnung an der Stelle investiert. Dass das alles für Sie nicht befriedigend ist, kann ich gut nachvollziehen, aber es ist letztendlich eine Priorisierung, eine Abwägungsentscheidung, die immer wieder bei vielen Investitionsvorhaben zu tätigen sind. Okay, ich gehe jetzt davon aus, Sie kennen konkret den Abschnitt nicht, sonst würden Sie heute nicht, doch, Sie kennen ihn, da müssen Sie wissen, wovon ich spreche. Und ich rede von Verkehrsunfallgeschehen, was dort stattfinden kann. Und da bin ich nach wie vor noch nicht bei Ihnen, einfach zu sagen, das hat Priorität. Gucken Sie sich das vor Ort an. Gucken Sie es bitte an, ich lade Sie herzlich ein, ich bin dabei. So, weiter kommen wir jetzt nicht. Herr Kühn hat ja zugesagt, dass das auf Ihre Hinweise nochmal geprüft wird und wenn der Gefahrenverzug ist, entsprechend auch gehandelt wird. So, wir kommen zum Abschluss der Einwohnerfragestunde und ich darf Herrn Theo Sell nach vorne bitten. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, liebe Gäste. Zunächst vielen Dank, dass ich heute hier sein darf und Sie Ihnen sprechen darf, um meine Frage zu formulieren. Ich möchte mich zu dem Thema äußern, dem EU-Projekt 100 klimaneutrale und intelligente Städte. Kurz zum Hintergrund, das Ziel dieses EU-Projekts ist die Förderung von 100 Städten in Europa, welche zu Vorzeigestädten werden sollen. Sie sollen zeigen, wie eine klimafreundliche und intelligent vernetzte Stadt schon 2030 aussehen kann. Sie soll Lösungen entwickeln für weit verbreitete Probleme bei der Senkung von Treibhausgasemissionen und sie soll zugleich Pilotprojekte entwickeln für Versuchs- und Innovationszentren, beispielsweise auch hier in Dresden. Darüber hinaus soll es natürlich eine Leuchtturmwirkung entwickeln. Dresden hat Anfang 2022 die Bewerbung mit viel Euphorie eingereicht. Ich möchte kurz Herrn Oberbürgermeister Hilbert hier zitieren. Der Klimawandel und die Klimaanpassung werden für die Städte eine der größten Herausforderungen der Zukunft sein. Seit 2000 gab es mehrere Jahrhundert Hochwasser-Starkregenereignisse, nehmen ebenso zu wie Hitze und Trockenheit, die sich negativ auf die Stadt und die Lebensqualität der Bewohner auswirken. Insofern wird deutlich, das Thema geht uns alle an. Mit dieser Bewerbung bekennen wir uns einmal mehr zu unserem Ziel, in Dresden den CO2-Ausstoß zu senken und ambitionierte Klimaziele zu erreichen. Doch Klimaneutralität ist für viele Menschen noch sehr abstrakt und angesichts steigender Energiepreise schwindet auch die Zustimmung für so manche gut gemeinte Maßnahme zum Klimaschutz. Hier wollen wir im Rahmen der EU-Mission neue Wege gehen. Stadt und Umland, Wissenschaft und Forschung, klassische Wirtschaft und innovative Hightech-Industrie. Dies alles bietet exzellente Möglichkeiten, unsere Stadt klimafreundlicher zu gestalten. Hier sehe ich großes Potenzial für die Entwicklung und die Implementierung von innovativen und nachhaltigen Lösungen, die europaweiten Modellcharakter haben können. Im April 2022 wurde dann bekannt gegeben, dass Dresden den Zuschuss bekommt. Es handelt sich um mehrere Millionen Euro, die in lokale Projekte fließen sollen. Daraufhin war natürlich die Euphorie groß und auch die Presse vermeldete positive Meldungen. Doch was wurde aus den Erwartungen von Leuchtturmprojekten? Teilweise finden vereinzelt technische Projekte statt, die man bei eigener Recherche auch findet. Ich sehe dennoch die Kritik zum einen, dass diesen Projekten mehr Öffentlichkeit gegeben werden könnte, um einen realen Beitrag zu leisten, die Menschen zu begeistern und für zukünftige Lösungen aufmerksam zu machen. Dies könnte natürlich auch ein Gegenpol sein zu Medienkampagnen gegen Wärmepumpen. Doch mein Fokus in meiner Frage liegt woanders. Ich möchte auf den Klimastadtvertrag hinaus. Dieser ist ähnlich wie die Fortschreibung des integrierten Energie- und Klimaschutzkonzeptes zu sehen, nur dass der Zeithorizont 2030 noch ambitionierter ist. Da soll Dresden schon klimaneutral sein. Im englischen Climate City Contract, CCC abgekürzt, stellt es ein Strategiedokument dar, was neben Potenzialanalysen auch die Ableitung von Maßnahmen sowie Wirtschafts- und Finanzierungsmodelle vorsieht. Es stellt keine rechtliche Bindung dar, sondern ist vielmehr eine Selbstverpflichtung. In meinen Augen ist es dennoch ein zukunftsweisender Baustein für eine nachhaltige Stadtentwicklung hin zur Klimaneutralität.
Meine eigene Recherche ergab, dass es seit Bekanntgabe der Genehmigung der Zuschüsse kaum inhaltliche Meldungen gab. Deswegen möchte ich nun meine Frage formulieren. Die heißt, welche Fortschritte gibt es bei der EU-Initiative 100 klimaneutrale und intelligente Städte bis 2030 in Dresden, abseits der Modellprojekte und im Hinblick auf den Klimastadtvertrag? Meine erste Unterfrage lautet, gibt es schon einen Klimastadtvertrag, beziehungsweise wann und wo werden aktuelle Informationen dazu veröffentlicht? Hinsichtlich Transparenz und Positivbeispielen könnte dies förderlich sein und auch die Öffentlichkeit begeistern. Die zweite Unterfrage lautet, welche Akteure sind beteiligt oder werden zukünftig noch mit einbezogen? Gerade die Bürgerbeteiligung sollte auch für mehr gesellschaftliche Akzeptanz sorgen. Und die dritte Unterfrage, inwiefern wird die Erstellung des Klimastadtvertrags mit der Fortschreibung des integrierten Energie- und Klimaschutzkonzeptes verknüpft? Thematisch sind die sehr eng beieinander. Danke. Ja, vielen Dank, Herr Sell, für die Frage. Sie haben schon richtig zitiert, der Klimaschutz und auch insbesondere die Bewerbung um die 100 klimaneutralen und intelligenten Städte bis 2030 ist uns ein Herzensanliegen, auch mir auch ein Herzensanliegen. Wir waren sehr stolz und wir sind sehr stolz, dass wir als eine Stadt auch ausgewählt worden sind, als eine von 9 Städten innerhalb Deutschlands und eben eine von 100 in Europa. Zunächst, und da muss man ein bisschen aufräumen, also mit der Bewerbung ist erstmal überhaupt keine Förderung verbunden, sondern eine Art Selbstverpflichtung, einen Weg. Wir haben, natürlich ist das auch ein gewisses Premium-Titel, den wir dann auch nutzen konnten, um Förderanträge zu stellen. Und insoweit haben wir unter dem Stichwort Neutral Path dann tatsächlich Fördermittel in Millionenhöhe einwerben können, indem wir einige Pilot- und Modellprojekte signalisieren. Und was wollen wir? Und das ist ja auch Ziel unserer Bewerbung gewesen, dass wir bis 2030 die komplette Klimaneutralität für Dresden schaffen können, ist nahezu ausgeschlossen. Sondern, und das fand ich auch toll, dass die EU das entsprechend würdigt, wir wollen zeigen, dass wir in stadtteilbezogenen Modell aufbauen können, die dann Klimaneutralität in diesen Gebieten erzeugt und ich sage mal sowohl für Dresden insgesamt, aber auch für andere Städte modellhaft wirken, um das entsprechend umsetzen zu können. Jetzt zum Klimastadtvertrag. Der Klimastadtvertrag, und das ist auch die Erwartungshaltung natürlich der EU, Sie hatten es ja schon angebunden, muss sich einpflegen in die Strategien der Stadt insgesamt. Und insofern ist die Verknüpfung mit dem Energie- und Klimaschutzkonzept außerordentlich wichtig. Es ist kein Geheimnis, dass wir da zeitlich etwas ins Rutschen gekommen sind, aber mit allem Engagement ist Frau Bürgermeisterin Jenichen hier hinterher, diesen auch zeitlichen Verzug auch wieder aufzuholen und eben jetzt in einem zweistufigen Konzept entsprechend das Energie- und Klimaschutzkonzept auf den Weg zu bringen. Die erste Stufe, und das ist dann wiederum die Grundlage, um in die Erarbeitung und Umsetzung des Klimastadtvertrages einzutreten, soll in den nächsten Wochen abgeschlossen werden und noch in diesem Rat, also bis Ende zweiten Quartal nächsten Jahres beschlossen werden und als Grundlage dann in der zweiten Stufe detaillierter untersetzt werden. Dies wiederum ist die Basis für die Erstellung des Klimastadtvertrages, der sich eben damit einbindet in einen komplexen inhaltlichen Zusammenhang und in die Strategie, die die Stadt insgesamt verfolgt und eben Teilbausteine dann bereits vorfristig entsprechend erledigt. Und genauso wie das Energie- und Klimaschutzkonzept in breiten Beteiligungsformaten neben den Expertenrunden auch entsprechend in Bürgerbeteiligungsformaten läuft und auch weiter laufen soll und noch in einer besonderen Intensität, was den Wärmeplan angeht, das ist entsprechend auch für das kommende Jahr vorgesehen, in ähnlichen Manier dann auch der Klimastadtvertrag in eine öffentliche Bürgerbeteiligung hinein gebracht werden. Das vielleicht mal so im Wesentlichen. Die Einordnung in das Gesamtgefüge und auch die Verzahnung dazu und auch die Zeitabfolge, wie es geplant ist. Okay, dann vielen Dank erstmal für die Antwort. Ich hätte noch eine Rückfrage und zwar haben Sie gemeint, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dass das in die Ausarbeitung des IEKs mit einbezogen werden soll. Deswegen sitzt auch bei der Frau Jenigen. Und meine Frage wäre jetzt, an sich sind im IEK die Zeithorizonte 2035 und 40 vorgesehen. Wird es dann quasi auch noch ein Beschleunigungsszenario geben für 2030, somit dass der Klimastadtvertrag in seiner
ursprünglichen Formulierung dann noch erfüllt ist oder wird damit dann quasi gebrochen in meinen Augen? Also es wird im IEG natürlich ein Bestandteil sein, so wie wir uns auch beworben haben, dass wir Teilbereiche natürlich auch vorher in 2030 realisieren können. Sonst schaffen wir 35 ja gar nicht. Aber gesamtstädtisch wird es ist auch nicht der Auftrag, den wir haben, ist auch nicht realistisch schaffbar, sondern wir haben uns zwei ehrgeizige Ziele vorgenommen. 2035 hat der Rat beschlossen und hat uns auch den Auftrag betrachtet, auch den Horizont 2040 legt uns das entsprechend mit dem IEG entsprechend vor. Und deswegen kann es trotzdem unter dem natürlich Schnellläufer geben. Das ist ja das, wie wir uns entsprechend beworben haben und was wir auch entsprechend realisieren wollen. Aber dann statt quartiersbezogen. Okay, dann vielen Dank und ich hoffe, dass die Ambitionen da nicht nachlassen und vielleicht ein bisschen mehr positive Berichterstattung über Modellprojekte da auch Leute mitnehmen könnte. Danke. So, damit haben wir für heute die Einwohnerfragestunde, zumindest in denen, die mündlich vorgetragen werden, abgeschlossen. Wie gesagt, wiederholen nochmal, alle Fragen, die eingegangen sind, werden auch schriftlich beantwortet. Auch die heute hier mündlich gestellt worden sind und sind natürlich dann im Ratsinformationssystem für alle abrufbar.